Wir haben einen Flüssigtanker, meine lieben Freunde. Ja, guck mal, da wird es dann auch gleich direkt drauf gemacht. Das ist ja geil. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. Meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal noch ein bisschen einen Engpass gehabt von Eisenplatten. Der kommt hier jetzt an seine Grenzen und hat da, ich glaube, da hat gerade draußen ein Böller geknallt, ey. Unglaublich. Ist nicht eigentlich Böllerverbot? Aber nicht in meiner Hood, kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Hier gibt es immer Hohlköpfe, die irgendwas ballern müssen. Genau. Nein, meine lieben Freunde, wir haben hier jetzt die Kapazität, die Produktionskapazität für Eisenplatten ein bisschen erhöht. Wir sehen aber, es kommt aktuell noch nicht genug Eisen rein. Das ist ein Problem, das habe ich auf dem Zettel, das müssen wir lösen. Wir haben aber jetzt auf jeden Fall genug Eisenplatten, um die Reparaturen durchzuführen. Wir können jetzt das Schiff beladen und können jetzt schon mal das erste Transportschiff reparieren, denn wir haben jetzt hier auch schon ein Frachtdepot. Genau, und da können wir dann nämlich per Frachtschiff zum Beispiel Öl anliefern lassen. Und deswegen müssen wir jetzt mal das Frachtschiff, das müssen wir jetzt mal reparieren. Und danach müssen wir die Bohrinsel noch reparieren. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir Öl von der Orbölinsel bekommen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Captain of Industry reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne auch mal in die komplette Playlist rein. Die sind wir am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und natürlich könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von Captain of Industry haltet. So, wir können natürlich jetzt auch schon Kanonen installieren. Wir haben nämlich jetzt schon ein bisschen offscreen auch geforscht. Wir können jetzt im Schiff Kanonen installieren. Das kostet aber auch Eisenplatten. Da wir jetzt aber so eine schöne große Eisenplattenproduktion haben, die alles abdeckt und noch mehr, würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Das sind dann jetzt 400 noch was an Eisenplatten, aber es werden ja immer fleißig welche nachproduziert da hinten. Da müsste das ja eigentlich passen. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nochmal einen Bagger hier an der Stelle, damit wir noch ein bisschen mehr Eisen baggern. Da ist anscheinend aktuell ist nicht genug am Start. Also hier wird nicht genug gebaggert. Wir müssen mehr baggern. Das sage ich immer wieder, ich muss mehr baggern. Das ist so wichtig. Da hat Rieber gleich auf Stufe 1 abonniert. 21 Monate schon. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Nun, falls sich einige fragen, warum beschwere ich mich eigentlich über Spellern? Diese Folge hier könnte sogar in der Nähe von Neujahr rauskommen. Es ist der Abend vor Heiligabend gerade. Also da würde ich sagen, ist das ein bisschen fehl am Platz, irgendwelche China-Böller zu zünden. Aber okay, das bin nur ich, das ist nur meine Meinung. Genau. Hier wird jetzt auch Kalkstein abgefarmt. Wir haben hier jetzt nochmal einen weiteren Bagger gebaut, der hier das Kalkstein, den Kalkstein für die Zementproduktion fördert. Und mir ist aufgefallen, da brauchen wir ja sogar auch Kohle. Das heißt, ja, wir haben jetzt auch wieder Beton am Start. Da hat es nämlich auch gemangelt da dran. Sind die Platten jetzt hier drin? Nee, noch nicht. Nee, ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz wieder warten, bis die hier das alles reingeliefert haben. Unsere LKW sind ein bisschen überlastet. Das ist natürlich so eine Sache. Da müssten wir vielleicht nochmal einen bauen. Das Problem ist jetzt eben, wir haben immer noch nicht die erweiterte Treibstoffproduktion am Start. Wir haben die aber schon freigeschaltet. Wir sollten die wahrscheinlich jetzt erstmal in Angriff nehmen, bevor wir irgendwas anderes machen. Hier die Destination, genau. Das wäre schon ganz wichtig. Destinationsstufe 1 und Destinationsstufe 2. Damit wir hier effizienter Treibstoff produzieren. Das müssen wir jetzt mal in Angriff nehmen. So, jetzt müssen wir schauen. Hinten kommt das Rohöl rein, genau. An der Seite kommt Dampf raus. Dampf ist ganz gut. Das können wir dann benutzen für die Turbinen auch. Ist das eigentlich Hochdruckdampf? Das wäre jetzt mal spannend zu wissen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall kommt da links Säure raus. So, und Säure konnte man auch irgendwie verarbeiten. Jetzt weiß ich nur leider nicht mehr genau wie. Ich glaube, wir müssen die Säure erstmal in ein Abwasserrohr leiten, vorübergehend. Ich kann sonst, glaube ich, damit nichts anfangen. Wir machen mal für den Anfang, machen wir mal einen Schornstein. Ach nee, da muss Dampf rein, sehe ich gerade. Warte mal, abbrechen, abbrechen. Ich dachte gerade, da kommt Dampf raus, aber da muss ja Dampf rein. Warte mal, da brauchen wir einen Boiler. Hier ist der Heizkessel, genau. Wir brauchen hier Dampf. Na, warte mal, dann mach da den Boiler hin, sodass der Output dahin geht, genau. So, und dann mach das nochmal weg. Und dann mach doch bitte da
eine gespiegelte Variante. Genau, damit wir da den Eingang für den... Wenn ich F drücke, kann ich das Gebäude mit den Eingängen nämlich spiegeln. Dann sind die auf der anderen Seite. Cleverer Hinweis an der Stelle. So, und dann macht das so. Genau, und dann macht das da so. Genau, und da kommt dann das Ganze hier in den Abwasserdings rein. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich kann in dem Rohr... Ich kann das mischen, hoffe ich jetzt einfach mal. Dass ich jetzt, wenn ich jetzt da Säure reinleite in das Rohr und das Abwasser, was hier von der Stadt kommt, dass ich das alles da durchleiten kann. Es kann sein, dass wir vielleicht das Rohr ja sogar upgraden müssen, weil das sonst vielleicht gar nicht hinterherkommt mit der riesigen Menge an Abwasser, die da produziert wird. Müssen wir mal schauen. So, jetzt brauchen wir die Destillationsstufe 2, weil da kommt ja quasi dann erst der Treibstoff raus. So, die baue ich mal hier drüben auf die andere Seite, wenn wir da noch viel Platz haben. So, genau, da brauchen wir auch Dampf. Wer hätte das gedacht? Warte, dreh das mal so. Dampf wird gebraucht. Dann kommt auch da wieder etwas raus und rein. Warte, dann macht das... Sekunde, ich muss mal kurz gucken. Ja, mach das mal so. Mach das mal hier hin. Mach das mal so. So. Genau, so. Wir brauchen mehr Rohre. Wir brauchen hier ein Rohr, das hier reingeht. Mach das mal höher. Achso, können wir hier gar nicht. Oder? Können wir es da oben drüber komplett legen? Nee, können wir nicht. Müssen wir so machen. Ich habe Angst, dass sonst die Fahrzeuge da nicht mehr langfahren können irgendwann, wenn ich da so viele Rohre hinsetze. Genau, so, dann brauchen wir da noch eine Abzweigung. Hiervon, genau, der Dampf muss nämlich hier auch noch mit rein. Und dann den Treibstoff, den müssen wir dann, und dann da unten rein, genau. Ja, das ist doch schon mal gut. So, was kommt da jetzt eigentlich als Nebenprodukt raus? Als Nebenprodukt kommt Schweröl raus. Schweröl, was kann man denn mit Schweröl anfangen? Nee, das muss ich, oder verfackeln könnte ich es. Oh, das produziert natürlich Umweltverschmutzung, ne, wenn ich das abfackel. Das ist natürlich eigentlich nicht so geil, aber ich muss das jetzt mal machen, glaube ich. Ich muss das mal jetzt abfackeln. Hilft alles nichts. Dreh das mal so. Wir müssen jetzt das abfackeln. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für die Leute, die da nebenan wohnen, aber sie wollen Treibstoff haben. Ich kann es nicht ändern. Ölverarbeitung ist schmutzig. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, wer Licht haben will nachts und wer mit dem Auto rumfahren will, der muss halt auch B sagen. So ist das. Man kann nicht beides haben. Man kann keine saubere Umwelt haben und gleichzeitig Energie und Strom und alles Mögliche. Es geht nicht. Aus Schweröl machst du Gummi. Ja, aber anscheinend habe ich die Gummiverarbeitung noch nicht am Start. Ich habe auf jeden Fall gleich die Schiffspanzerung erforscht. Gasverbrennung. Was haben wir denn da? Erzeugt Hochdruckdampf durch das Verbrennen von Gas. Oh, guck mal, das ist doch gar nicht so uninteressant, oder? Das wäre vielleicht eine etwas saubere Möglichkeit, um Dampf zu produzieren. Da könnten wir das auch benutzen. Wo ist denn Gummiproduktion? Warte mal, das muss ja hier irgendwo sein. Elektrolyse haben wir da unten. Ah, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ich mache mal den Biokraftstoff als Forschung. Da ist die Energiespeicherung. Ach hier, synthetisches Gummi. Na, dann machen wir jetzt erst Biokraftstoff und dann synthetisches Gummi und dann Gasverbrennung. Solange muss ich es halt noch abfackeln. Solange ich da jetzt noch keine Möglichkeit habe, das zu nutzen. Müssen wir halt mal jetzt erstmal so machen. So, und hier machen wir noch einen Schornstein. Damit das Ding hier auch laufen kann. Achso, das braucht noch Wasser, oder? Haben wir hier? Ja, wir haben Wasser. Von hier nehme ich. Da schwacken wir uns doch gleich schon mal ein bisschen ab. Würde ich sagen. Ja, genau. Zieh das da lang. Genau, perfekt. Einmal runter, bitte. Jawohl. Dankeschön. Genau, Wasser am Start. Wasser ist wichtig für den Dampf. Ach ja, hier links könnt ihr übrigens nochmal sehen, was wir offscreen alles erforscht haben. Schiffspanzerung, Schiffswaffen, erweiterte Logistiksteuerung. Das ist auch interessant. Da können wir die Fahrzeuge direkt zu bestimmten Punkten fahren lassen. Fortschrittlicher Diesel, genau, ein Frachtdepot. Ich mache das jetzt mal alles weg. Das habe ich einfach mal nebenbei so durchlaufen lassen, als ich hier so ein paar von den Baumaßnahmen durchgeführt habe. Hier für die Platten zum Beispiel und so. Kann das Schiff denn jetzt schon losfahren eigentlich? 240 Platten. Die
Kanonen sind installiert, sehr gut. Sollen wir hinten noch eine Kanone installieren eigentlich? Wir haben ja jetzt auch Schiffspanzerung. Warte, wir machen mal Panzerung noch. Guck mal, 200 Platten braucht man dafür. Ich mach mal noch Panzerung. Besser ist das. Dann hält das Schiff mehr aus, wenn dann die Piraten kommen. Kohlelager für den zweiten Dampfkessel. Das stimmt. Warte. Da, genau. Aber warte, wir können eigentlich auch gleich den hier mit benutzen. Dann, wir haben ja da schon ein Kohlelager. Sonst müssen die wieder so viele Kohlelager beliefern. Das ist dann wieder doof. Dann machen wir das jetzt hier so. Und Platz haben wir ja da eh noch. Guck. Toll, wa? Was für eine Idee wieder. Genial. Könnte von mir sein, die Idee. Ist sie ja auch. Da wird schon wieder geballert da draußen. Ist unglaublich. Ist schon wieder bumm, bumm. Immer bumm, bumm hier. Dabei bin ich doch hier derjenige, der bumm, bumm macht. Du kannst sonst in den Rezepten nachschauen. Das Schwingbesen-Symbol auf der rechten Seite. Ja, genau. Abgas, genau. Da müssen wir mal gucken. Wo ist denn das Schweröl? Da. Hä, da wird doch gar kein Gummi draus, oder? Achso, nee, das sind die Verbrauch. Achso, das wird erst... Kann das sein, dass das mir erst dann angezeigt wird, wenn es auch freigeschaltet ist, zufällig? Weil irgendwie... Irgendwie war da jetzt kein Gummi dabei. Wir brauchen mal wirklich noch mehr Fahrzeuge jetzt. Ich mache jetzt schon mal mehr Fahrzeuge. Einen Truck mehr, weil die kommen hier irgendwie nicht mehr hinterher mit allem. Nicht, dass wir dann jetzt hier uns die Grundlage entziehen, weil die Fahrzeuge nicht mehr alles schaffen. Das müssen wir auch auf dem Zettel behalten. Ist es jetzt hier schon gebaut? Naja, dauert jetzt natürlich ein bisschen. Und genau, große Fahrzeuge freischalten wird auch gesagt. Ja, das dauert halt noch ein bisschen. Ich glaube, da brauchen wir sogar erst das MK3-Labor dafür, wenn wir jetzt die großen Fahrzeuge wollen. Das ist ja hier hinten erst. Ja, da braucht man Labor Stufe 3. Wir haben ja gerade erstmal Stufe 2 angefangen. Also das ist halt alles, das baut ja alles aufeinander auf. Ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie vorgreifen und sagen, ja, ich mache jetzt mal die Technologien, die irgendwie im Forschungsbaum jetzt am Ende kommen. Das geht ja nicht. Das baut ja alles aufeinander auf. Und wir müssen erst das eine freischalten, dann das andere. Hier mache ich jetzt mal schnelle Lieferung, weil mir das ja alles ehrlich gesagt ein bisschen lange dauert gerade. Genau. Schön bauen, damit da schon mal Wasser reinkommt. Und das hier macht man jetzt auch mit schneller Lieferung. Hauptsache, das läuft erstmal hier und das machen wir jetzt auch mit schneller Lieferung. Ne, halt, das war die Leistungssteigerung. Schnelle Lieferung wollte ich machen. Und hier die Verbindung da machen wir auch mit schneller Lieferung jetzt. Dann läuft schon mal der Boiler wenigstens. Nicht, dass wir dann ewig auf den Boiler warten müssen. Hier, das machen wir jetzt auch mit schneller Lieferung. Dann entlasten wir unsere Fahrzeuge mal ein bisschen. Das machen wir jetzt alles mit schneller Lieferung. Das ist so wie mit Prime quasi, könnte man sagen. Nice, nice. Ölinsel verbinden wegen Öltransport. Ja, 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 kommt ja alles. Das machen wir ja gleich. Das müssen wir ja warten. Das Schiff muss ja erstmal noch gepanzert werden. Das ist ja, läuft ja gerade noch. Jetzt müssen wir erstmal zusehen. Guck mal, wir haben auch noch 82% Öl im Boden drin. Also ist jetzt noch nicht so dringend mit dem Öl. Würde ich sagen. Das ist jetzt noch, geht noch. Das Game hat schon ein paar Ähnlichkeiten mit Satisfactory. Ja, na eigentlich das Einzige, was es mit Satisfactory gemeinsam hat, so richtig, ist einfach, dass es Produktionsanlagen gibt, die Rohstoffe verarbeiten. Ansonsten ist es sehr anders. Also ich meine, es ist mehr ein Echtzeitstrategiespiel eigentlich, Echtzeitaufbauspiel. Es ist vor allem auch mit einer Bevölkerung, die man versorgen muss. Die man auch zwingend braucht, um zu arbeiten. Also ich selber arbeite nicht in jedem einzelnen Gebäude oder die laufen nicht vollautomatisch. Die brauchen Mitarbeiter und die kommen aus der Stadt. Und wenn die Stadt nicht genug Mitarbeiter liefert, dann laufen die Anlagen nicht. Also man muss das alles berücksichtigen natürlich. Warum ist denn hier der Kupferlieferant am Start? Ach so, der hat sich Zeug geholt. Der hat sich Treibstoff geholt. Das ist eigentlich nicht so gut, wenn die da hinfahren. Dann brauchen wir wohl wieder einen weiteren LKW bei der BA-Lieferung. Der hier wird es auch ewig nicht, weil hier mache ich jetzt auch mal schnelle Lieferung. Wir müssen mal zusehen, dass wir vielleicht hier noch einen LKW hinzufügen. Bei der Dings. Weil sonst müssen die da immer hinfahren zum Auftanken. Wenn der nicht am Start ist. Ich mache das jetzt mal. Es sind ja jetzt 6.
Der ist anscheinend zu ausgelastet. Wahrscheinlich kommt deswegen auch dieser Kö zustande. Das kann durchaus sein, wenn der nur noch am Hin- und Herfahren ist, um die Fahrzeuge aufzutanken, der Tankstellen-LKW, dann ist das natürlich nicht so gut. So, der Boiler läuft jetzt, sehr nice. Output leichter Petroleum an Brennturmlager anklemmen. Ja, mach das am Brennturm jetzt. Guck mal, da wird es auch schon verbrannt. Nice. Und jetzt kommt da hinten ja raus das Zeug. Und das wird jetzt direkt dahin geliefert. Achso, warte, da ist noch... Ist da noch irgendwie? Nee. Ich dachte gerade, da muss noch ein Ausfluss passieren. Ach ja, doch, Leichtdestillat, oder? Warte mal, Leichtdestillat haben wir da noch gar nicht abgeführt. Da müssen wir das Leichtdestillat hier wieder zurückführen. Damit es da dann kaputt gemacht wird. Damit es wie sagt man? Vaporisiert wird. Vaporized. Hier, da müssen wir mal schnelle Lieferung machen jetzt. Sehr nice. Ja, dann haben wir doch da jetzt alles, oder? Dann wird doch da jetzt Treibstoff produziert. Dann können wir doch hier die Raffinerie abreißen eigentlich. Dann brauchen wir die doch eigentlich gar nicht mehr. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich lasse die mal kurz noch laufen. Wir müssen mal gucken, dass das hier auch durchläuft. Dass das jetzt hier nicht irgendwie hängen bleibt. Guck mal, jetzt haben wir hier alle 20 Sekunden 8 Einheiten. Hier drin haben wir... Okay, auch alle 20 Sekunden 8 Einheiten. Aber wir brauchen da halt wieder Kohle, ne? Na gut, hier brauchen wir auch Kohle. Das ist jetzt eigentlich effizienter, frage ich mich. Aber jetzt müssen wir mal gucken hier. Können wir da zufällig noch mehr produzieren lassen? Irgendwie wird die Säure nicht abgeführt. Warum nicht? Oder kann man doch nicht zwei Flüssigkeiten durchleiten? 3 von 3. Vielleicht kann man doch nicht zwei Flüssigkeiten durch ein Rohr leiten. Vielleicht geht das nicht. Ich glaube, wir müssen da noch eins machen. Kollision bis Abwasserrohr. Moment. Die Säure braucht man wahrscheinlich früher oder später eh noch für was anderes. Aber ich verklapp das jetzt erstmal alles. Da müssen wir da nochmal das Rohr hinterfragen. Das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich mir das denke. Müssen wir das mal wegmachen jetzt. Dann legen wir das jetzt in das zweite Rohr da. So, mach mal das schneller weg da alles. Das dauert mir alles zu lange hier. So, dann müssen wir da halt das zweite Rohr jetzt benutzen. Hier, dann mach das so, mach das gleich direkt daneben hoch, genau. So, dann rein da. Ich mach da jetzt auch schnell mal schnelle Belieferungen. Wir haben ja genug Unity jetzt erstmal, damit das schnell fertig wird. Leichtdestillat war es. Zählte Petroleum nicht auch zu Leichtdestillat? Kann sein. Vielleicht erstmal nur stilllegen die Anlage. Ja, das stimmt. Das könnte man auch machen. Erstmal das nur stilllegen. Ausgabe voll. Wir haben ja momentan auch zu viel Treibstoff tatsächlich. Aber wir müssen den Treibstoff jetzt ja auch noch weiter verteilen, nicht wahr? Wir müssen den Treibstoff... Wir müssen den jetzt ja auch hierhin transportieren. Das ist ja, das muss ja vollgetankt werden hier. Und eigentlich können wir den dann auch gleich automatisch hier zum Schiff befördern lassen. Wir haben ja genug von diesen erweiterten Bauteilen. Ich werde das jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt einfach mal... Wo geht denn der hier eigentlich hin? Ah ja, genau, der geht hier zu dem Tank. Pass mal auf, dann macht man das mal so. Wir machen das hier mal zur MK2-Leitung und sagen schnelle Lieferung. So, und dann machen wir von dieser Rohrleitung eine weitere Rohrleitung rüber zum Schiff. Genau, und dann legen wir da mal eine richtige fette Leitung rüber. Die Tankstelle kriegt ja schon ihren Sprit. Guck mal, dann machen wir das hier hin. Guck mal, dann haben wir da gleich das erledigt. Genau, so, da haben wir das angeschlossen und dann schließen wir noch das an. Hervorragend. Guckt euch das an. Schließt euch das an. Schließt euch mir an, kann ich da nur sagen. Was, das ist zu nah fürs Frachtdock? Sicher? Ja gut, das können wir ja nochmal umbauen, oder? Das können wir ja nochmal neu machen. Ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt so. Können wir jetzt eigentlich losfahren? Ja, können wir, oder? Das Schiff ist jetzt gepanzert. Sehr gut, dann fahren wir jetzt mal hoch zum Frachtschiff. Was? Warum geht denn das nicht? Wir haben doch die Ladung drinne. Ach so, wir haben...
Unsere Mannschaft fehlt. Okay, warte, Mannschaft zuweisen. Jetzt müsste es aber gehen, oder? Warum waren die raus? Ja, jetzt geht's. Fracht ausliefern. Machen wir das gleich mal. Dort kommen noch Extensions hin. Ja, die kommen ja eh noch später erst. Das wird ja jetzt alles noch nicht gebraucht. Wir können jetzt ja schon... Also wir können das dann eh noch mal komplett umbauen, wenn das dann soweit ist. Wer weiß, ob wir dann da überhaupt generell noch genug Platz für irgendwas haben. Das ist alles später. Oh, ich habe ja gar keine Forschung ausgewählt. Ich schuft. Warum mache ich denn sowas? Hier, wir müssen doch Gummiproduktionen erforschen. Keiner sagt was. Nee, alles gut. Ihr habt das bestimmt schon gesagt. Alter, wir haben einen Fahrzeugkö von 1499. Ich glaube, wir machen mal gleich noch einen LKW jetzt. Und am besten gleich, haben wir noch Gummi? Ja, Gummi haben wir noch. Platten haben wir nicht mehr. Was ist denn da schon wieder? Weil hier schon wieder nicht produziert wird in ausreichenden Mengen. Müssen wir aufpassen, dass uns dann nicht die Wartung noch flöten geht am Ende des Tages. Das wäre nicht so gut. Wenn man einmal nicht hinguckt, weißt du, einmal guckt man nicht hin und sofort wird es einem zum Verhängnis. Das ist unglaublich. Sofort fehlt irgendwas. Da müssen wir mal schauen jetzt. Eisenplatten sind wieder Mangelware hier. Ich sag ja, wir brauchen, glaube ich, echt mehr Eisenerz noch. Aber ich muss dafür halt nochmal einen Bagger bauen. Das kostet halt auch wieder Material, ne? Warte mal, kann ich Eisenplatten erhandeln nochmal? Wie war denn das? Habe ich das pausiert? Nee. Kann ich Eisenplatten erhandeln? Nee, ausgerechnet die kann ich wieder nicht erhandeln. Gummi kann ich mir erhandeln, aber Eisenplatten nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich kann euch sagen, meine lieben Freunde. Ich kann euch sagen. So, aber die Pipeline ist jetzt in Betrieb. Das ist schon mal gut. Also zumindest bis zu dem Punkt hier hinten. Eisenerz ist zu wenig da. Ja, aber ich frage mich gerade, es wird doch eh nur hier verbraucht. Warum zuzeln die denn da eigentlich so viel? Das ist ein bisschen bedenklich. Vom Schiff zu beschädigtes Frachtschiff gelieferte Fracht. Geil. Okay. Warte. Mal gucken. Können wir das dann jetzt zurück nach Hause rufen? Haben wir jetzt das Frachtschiff schon? Ah, da ist es. Nice. Ja, da müssen wir jetzt ja nur die Bohrinsel reparieren, ne? Sauber. Was ist hier jetzt? Achso, Vollheiten müssen wir da. Aber nee, warte. Das macht er ja dann automatisch, wenn hier dann... Hier machen wir mal schnelle Lieferung. Dann müsste das ja automatisch befüllt werden eigentlich. Dann sparen wir uns da wieder LKW-Touren. Da müssen die dann nicht immer wieder extra hinfahren. Das ist immer ganz schlau, solche Pipelines zu machen, wenn man das Material dafür hat. Dann passiert das alles von alleine. Dann ist das wie, als wenn das von alleine passiert. Wir haben ein Frachtschiff. Meine lieben Freunde, wie heißt denn das? Safety First. Ja, so würde ich mein Schiff auf jeden Fall auch nennen. Safety First. Ein Hoch auf die Safety First. Maritim Transportation. Nice. Warnung. Wenig Kraftstoff. Was ist es schon wieder soweit, ja? Naja gut, er wird ja hier gerade reingefüllt. Oder sagt mir jetzt bitte nicht, dass hier... Nein, die Anlage da hat nicht genug Arbeit her. Warum denn jetzt auf einmal? Das verstehe ich gar nicht. Ach so, weil jetzt da 12 Leute für das Schiff gebraucht werden. Na toll. Wo bleibt mein anderes Schiff? Schnell, beeilt euch mal. Legt mal schnell an. Ich muss mal schnell da euch Nasen da mal rausholen. Hopp, hopp. Zack, zack. Mannschaft entlassen. Schnell, schnell die Mannschaft entlassen. Wir brauchen Arbeiter für die Kraftstoffproduktion, sonst ist hier alles aus. So, ich verbessere jetzt hier noch die Unterkünfte. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Arbeiter. Ah, warte mal, wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Wir müssen mal das Leuchtfeuer anmachen. Wir müssen mal neue Leute reinholen. Wir brauchen mehr Menschen. Mehr Arbeiter, mehr Bewohner. Ja, ich weiß. 7 Monate, um Gottes Willen. Ja, stimmt, es dauert immer länger, je mehr da gebraucht werden. Ich werde jetzt mal hier schon noch einen zuweisen, damit wenigstens das Eisenerz schneller hin und her gekarrt wird. Müssen wir mal schauen. Aber es liegt, glaube ich, weniger am LKW. Es liegt, glaube ich, mehr am Bagger, wa? Warte mal, was brauchen wir denn gerade vielleicht nicht so dringend? Wie viel Zement haben wir denn? Ne, warte, das war hier. Ah, da haben wir auch nicht besonders viel eigentlich.
Da haben wir auch nicht so viel. Das können wir leider auch jetzt nicht irgendwie ummodeln. Oder mit einem großen Zug. Ein großer Zug? Dann nennt das Schiff Evergiven. Dafür ist es nicht groß genug. Aber ich kann gar keinen großen Zug bauen. Das geht ja gar nicht. Aber das wäre cool, wenn man hier Züge bauen könnte, ne? Ich mache mir gerade wieder ein bisschen Sorgen um die Wartung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da nicht genug kommt. Das geht nämlich schon wieder bald runter, wenn das hier so weitergeht mit der Eisenversorgung. Ich glaube, ich kann den einen LKW da schon wieder rausnehmen. Guckt mal. Der steht ja da nur rum und wartet. Wir brauchen noch einen Bagger, verdammt. Aber das Problem ist jetzt auch schon wieder der Treibstoff. Wir haben jetzt zwei Anlagen, die Treibstoff produzieren. So. Die Tankstelle hat noch Sprit. 34 Einheiten. Die zwei LKW beim Tanken, die langweilen sich. Die haben nichts zu tun. Wie viel Sprit ist denn jetzt hier beim Schiff drin? Das Schiff ist schon wieder voll. Das hier ist sowieso voll. Ist die Stadt jetzt mal... Achso, nee, die hatten wir... Nee, stimmt. Ich dachte, die hätte ich abgewählt. Habe ich ja nicht gemacht. In 5 Monaten kommen Mitarbeiter. Guckt mal, da wird die Gülle ins Meer geleitet. Nicht schlecht. Das ist mal ein ordentlich. Ich frage mich... Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal das so eine visuelle Darstellung, dass das Wasser an der Stelle, wo man das verklappt, dass das dann so braun wird oder so lustige bunte Farben bekommt, wenn man da Chemieabwässer reinleitet. Weil, das wäre irgendwie witzig. Das wäre irgendwie wie bei City Skylines. Da ist das ja auch so, wenn du da dein Abwasser reinleitest, dann, ne? Dann wird das so braun. Dann kriegt das so eine leckere braune Farbe. Und wenn du dann so schlau bist, dass du deine Wasserpumpen fürs Trinkwasser vor den Abwasserrohr baust und die Strömung, das Abwasser, in deine Pumpen reintreibt, dann hast du so ein bisschen ein Public Health Issue, wie der Ami sagt. Nicht schlecht. Da kann man sehr lustige Sachen machen in City Skylines. Ja genau, da wird es auch gerade geschrieben, wie in City Skylines. Nur hier brauchen wir ja, also hier sind unsere Trinkwasserpumpen ja keine Meerwasserpumpen. Wobei Meerwasserpumpen können wir auch erforschen. Und Meerwasser destillieren, das geht auch. Das dauert alles nur noch ein bisschen. So, ist jetzt hier wieder mehr, sind jetzt hier wieder mehr Platten am Start? Die Wartung macht mir jetzt echt ein bisschen Sorgen hier, muss ich sagen. Die macht mir hier jetzt gerade echt ein bisschen Sorgen. Ich drehe mal hier dieses Band um. Kann man das umdrehen? Richtung ändern, genau. Dann lassen wir das hier nämlich mal abzweigen. Wenn hier was fertig wird, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass hier mehr reinkommt in die Dings. In die Wartungsanlage. Sonst haben wir ein Problem. Sonst haben wir ein massives Problem. Was macht er denn da? Er rangiert erstmal ordentlich. Ist hier eigentlich, wird hier noch gebaggert? Ja, okay. Oh, hier müssen wir aber schon wieder die nächste Portion hinzufügen, sehe ich gerade. Warte mal. Da können wir schon mal die nächste Reihe machen. Sonst baggert er nicht mehr, glaube ich. Warnung, wenig Kraftstoff. Das sagt er mir jetzt, wenn wir wieder 89 haben. Ist das nicht ein bisschen spät? Ist ein bisschen spät, glaube ich, dass er da drauf kommt. So, bitte sagt mir, dass wir jetzt hier mal wieder ein bisschen ein paar Platten kriegen. Wir brauchen so dringend Platten für die Wartung. 82% Wartung. Und wir brauchen noch einen LKW, also einen Bagger. LK-Bagger. Und alles, wir brauchen alles schon wieder. Das ist schon wieder, ich habe glaube ich diese Reparatur schon wieder zu früh gemacht. Kann das sein? Ich war da schon wieder zu schnell. Aber wir können ja mal spaßenshalber hier die Baumaterialproduktion einfach mal pausieren. Ne? Das können wir ja auch mal machen, wenn wir jetzt diesen Engpass haben. Oder zumindest hier die eine hier. Ich meine, die in der Mitte können wir ja laufen lassen. Aber die eine da, die zwei auf der Seite, die lassen wir jetzt einfach mal pausiert. So, jetzt müssen wir ja noch die Bohrinsel reparieren. Warte mal. Die Bohrinsel. So, die braucht ja hier 80 Einheiten Konstruktionsteile, genau. Können wir das jetzt schon einladen? Da muss ich, glaube ich, hier drauf klicken. Reparatur beginnen, genau. So, und dann muss ich hier wieder hin und muss das im Dock, genau, beladen lassen, genau. 80 Einheiten. Sehr nice. Titanic für das Tankschiff. Tolle Namensvorschläge hier, definitiv. Hebt auf jeden Fall die Stimmung.
Kraftstoff wird jetzt mehr. Was? Nicht genug Wartung. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Aber wir haben jetzt wenigstens mal wieder ein paar Platten da reingekriegt. Wenigstens ist da mal wieder was reingekommen jetzt. Wird immerhin mal wieder ein bisschen was produziert. Wie sieht es denn hier aus jetzt? Ich meine, wir müssen ja nur dafür sorgen, dass weniger Platten in der Verarbeitung für die Baumaterialien verarbeitet wird. Und mehr übrig bleibt für die Fahrzeugproduktion. Dann haben wir es ja schon besiegt eigentlich. Von daher, ich pausiere das jetzt hier mal komplett. Population Increase, jawohl. Dann können wir jetzt das Schiff wieder ausstatten mit Menschen. So, warte, dann mach den Leuchtturm mal wieder auf Pause. Damit wir jetzt hier nicht eine Überbevölkerung kriegen. Das wäre jetzt ganz schlecht. Wir haben wieder einen Treibstoffüberschuss. Nice. Wartungsüberschuss wäre jetzt noch nice. Das wäre jetzt noch richtig geil. Scheint aber wieder zu laufen erstmal jetzt. Die Wartung. Ist schon mal gut. Ist schon mal ganz, ganz gut. Kann man in den Boden reinbuddeln? Ja, das kann man. Du kannst doch aufschütten. Das machen wir gerade schon. Hier schütten wir auf. Hier schütten wir auf. Und reinbuddeln hat man, glaube ich, auch an irgendeiner Stelle gemacht. Ja, hier bei der Kohle, genau. Wir buddeln uns gerade in das Kohlevorkommen rein. Der Boden ist quasi dynamisch. Also dynamisch im Sinne von, dass du den abtragen kannst und woanders wieder hinschaffen kannst. Je nachdem, welches Material das halt auch ist. Natürlich, die Rohstoffe willst du idealerweise nicht woanders einfach nur hinschütten. Die willst du idealerweise ja verarbeiten. Und genau. Die Erde und Gestein und sowas, das willst du ja woanders hin schaffen idealerweise. Und damit dann vielleicht auch die Insel vergrößern. Ich erzeuge hier zum Beispiel schon eine Aufschüttung. Vielleicht können wir ja dann noch einen Transportdock bauen dann irgendwann. Ne? Einfach schon mal ein bisschen die Fläche vergrößern. Finde ich gut, dass das geht. Ich finde solche dynamischen Systeme immer sehr schön. Ich finde sowas ist sehr sinnvoll. 76% Wartung. Und es werden wieder Eisenplatten fertig. Sehr schön. Jetzt müssen mal nur noch Eisenplatten hier reinkommen. Okay, warte. Ich mache jetzt hier mal schnelle Lieferungen, damit der LKW fertig wird. Und danach gebe ich gleich in Auftrag einen Bagger, den wir dann hier noch mit beim Eisenerz noch mitarbeiten lassen. Damit mehr Eisenerz reinkommt. Damit wir diesen Plattenbedarf mal decken, den wir hier haben. Bei der Kohle sind die Bagger nicht ausgelastet. Ist das so? Naja, was heißt nicht ausgelastet? Wir brauchen halt generell auch dann irgendwann mal die größeren Fahrzeuge. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt geforscht wieder. Schwefelherstellung. Das ist, glaube ich, auch neu. Stahlverhütung. Mechanische Energiespeicherung mache ich jetzt mal, damit wir ein bisschen einen Energiepuffer haben, wenn mal Stromausfall ist. Wenn mal nicht genug Kohle geliefert wird für die Produktion von Energie, damit wir da ein bisschen Ausfallsicherheit haben, würde ich sagen. Dass wir den Überschuss in so ein Schwungrad einspeichern. Das ist doch gut. So, jetzt kommt endlich wieder ein bisschen Zeug rein. Jetzt ist hier der LKW fertig, genau. Und jetzt ist hier auch der Bagger in Bearbeitung. Da müssen wir jetzt natürlich auch warten. Aber sie liefern schon Sachen hin, das ist schon mal gut. Genau, und den lassen wir dann hier mitarbeiten noch. Aktuell haben wir nämlich hier echt wieder ein Problem mit der Geschwindigkeit des Baggerns. City Skylines ist bei Steam und 75% reduziert. Oh, große Empfehlung auf jeden Fall. Ein sehr cooles Spiel, City Skylines. Habe ich allerdings nie Let's Played, sollte ich vielleicht dazu sagen. Aber fand ich trotzdem immer ziemlich cool. Mich wunderte, wie lange er braucht, bis er Schwefel findet. Ja, kann man Schwefel denn überhaupt hier finden auf der Insel? Gibt's das überhaupt? Schwefel ist doch eigentlich etwas, das abgebaut werden muss. Normalerweise. Also es gibt doch Schwefelminen. Oder kann man Schwefel auch anders erzeugen? Da bin ich mir jetzt ehrlicherweise gar nicht sicher. Es gibt aber hier in der Ressourcenliste schon mal keinen Schwefel. Nicht auf der Insel. Oh, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Ach so, man muss dann eine neue Insel finden, wo man das dann importieren kann oder was. Aber ja, okay, verstehe. Ja, coole Sache. Ja, dann braucht man anscheinend auch mehr als ein Frachtschiff, ne? Haben die jetzt das geladen schon? Nee, haben sie noch nicht.
Was waren das? 80 Bauteile, die wir brauchen, ne? Genau. Ich glaube schon. 80 Bauteile waren das. Sehr nice. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt ist hier der Bagger fertig? Nee. Aber der hat immerhin schon mal 20 Platten gekriegt. Nicht schlecht. Das geht auf jeden Fall jetzt schon mal besser voran als vorher. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir müssen halt echt den Bedarf decken von allen Sachen. Das ist gar nicht so einfach am Anfang. Und da ist so ein bisschen dieses mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Ding. Man muss halt echt viele Sachen auf dem Zettel behalten, die immer gebraucht werden. Die Wartung wird immer gebraucht. Die ist immer wichtig. Sobald da zu wenig reinkommt, muss man unbedingt gegensteuern. Die muss immer sichergestellt sein. Die Wartung. Dass die immer auch genug Platten hat und so. Genau. Das ist ganz wichtig. Oder Treibstoff ist auch sowas, was immer gebraucht wird. Das muss auch immer am Start sein und immer im Überschuss. Weil wenn die Fahrzeuge erst keinen Treibstoff mehr haben, ist es quasi dann zu spät. Da kann man dann nicht mehr viel machen. Und Strom natürlich in der zweiten Instanz ist auch wichtig. Der muss auch immer am Start sein, damit die Anlagen halt auch laufen, ne? Wobei bei Strom, wenn er mal ein bisschen weniger vorhanden ist, also wenn vielleicht das mal ein bisschen absackt und so, dann ist es erstmal nicht sofort schlimm, weil man kann ja Anlagen stilllegen, die man nicht unbedingt braucht, um dann wieder einen Puffer zu haben erstmal. Aber ja, muss man trotzdem halt zusehen, ne? Wie hier immer, die Stunden im Kö werden immer mehr. Ich glaube, wenn hier der Dings fertig ist, müssen wir nochmal einen LKW bauen. Ah, 80, jetzt können wir, glaube ich, losfahren, oder? Die Mannschaft ist ja drin. Können wir das jetzt machen? Jawohl, Fracht ausliefern. Nice. Die Bohrinsel wird repariert. Und dann können wir das Frachtschiff dahin schicken. Und dann kriegen wir da Öl. War doch das Frachtschiff, oder? Ne, Moment mal. Wir brauchen, glaube ich, da ein Tankschiff eher, oder? Das Frachtschiff ist für feste Sachen, glaube ich. Warte mal. Beschädigtes Frachtschiff. Aber wir haben hier nur Frachtschiffe. Hm. Ich hoffe, ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe, das ist das Richtige. Du Frachtmodul brauchst du noch. Okay, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn ein Frachtmodul? Kein verfügbares Modul im Frachtdepot. Hä, wie mache ich das denn? Warte mal hier. Ah! Flüssigkeitsmodul. Das brauche ich. Ah, jawohl, gucke mal. Nice. Das erklärt einiges. Oh, das ist ja cool. Jawohl! Gleich mal hier schnelle Lieferung machen. Yes! Wir haben einen Flüssigtanker, meine lieben Freunde. Ah, guck mal, da wird es dann auch gleich direkt drauf gemacht. Das ist ja geil. Das habe ich ganz vergessen, dass das so war. Stimmt es, aber das war ja so, genau. Nicht am Schiff, am Frachtdepot. Ja, nice. Guckt euch das an. Ein Frachtdepot. Es ist der Wahnsinn. Das sieht so cool aus. Wir haben ein Frachtschiff. Safety first. Mein Frachtschiff heißt Safety first. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.